Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, und wer die letzte Folge bis zur letzten Sekunde miterlebt hat, der hat mitbekommen, dass Folgendes passiert ist. Das war ganz kurz. Wir haben hier, also viele meine Leute haben hier, ne, ein gegnerisches Lager zerstört, als ich schon dabei war, ne, mich hier von euch zu verabschieden. Ja, das haben die tatsächlich gemacht und hinbekommen. Ja, es ist super, dass das geklappt hat. Ich bin auch ganz happy und war entsprechend überrascht. Ich glaube, man hat es mir auch angesehen. So, was habe ich für diese Aufnahme-Session vor? Ich gehe da mal ganz kurz, bei mir, auf Pause, damit hier im Hintergrund nicht Dinge passieren, die ich vielleicht nicht will. Ja, das ist das schade halt, ne? Wir haben, ich habe das ja schon mal thematisiert, wir haben nur diese eine Art oder eine Möglichkeit, das Spiel zu pausieren, indem man auch halt auf die Escape-Taste hämmert. Und dann ist sich im Prinzip eigentlich dieses Spielmenü öffnet, wo man halt viele wilde Sachen machen kann. Ich habe jetzt leider nicht die Möglichkeit, euch das alles so zu zeigen, was ich mir so überlegt habe. Wobei, ja, was heißt großartig überlegt? Wir müssen unbedingt die Produktion von Waffen und Rüstungen und so weiter ankurbeln. Dazu werde ich jetzt gleich erstmal so eine Bestandsaufnahme machen müssen. Ja, tut mir sehr, sehr leid, aber wir kommen da nicht, also ich komme da jetzt nicht drum rum. Das heißt, ich werde gucken, wie sieht es mit der Kohleproduktion aus, wie sieht es mit der Eisenproduktion aus. Das heißt, wir gucken uns gleich erstmal die Bergwerke diesbezüglich an. Und schauen, ob wir da noch ein bisschen was schrauben können. Sprich, gibt es vielleicht noch irgendwo eine Eisenquelle, Kohlequelle, die ich noch nicht erschlossen, noch nicht gesehen, wie auch immer habe. Und wo wir uns dann vielleicht dann entsprechend gütig tun können. Je nachdem, wie dieses Ergebnis ausfällt, werde ich, was ich auch so ein bisschen vernachlässigt habe, aufgrund der ganzen Panik, die ich in der letzten Woche hatte, bezüglich dieser ganzen Überfälle und so weiter und so fort. Ja, jetzt haben wir auch gerade wieder, obwohl wir dieses eine Diebeslager da glücklich mit zerstört haben, also zwei Diebeslager jetzt mittlerweile weniger existieren. Eins hatte ich ja gezielt angegriffen, das andere war zwar auch gezielt erstmal, aber hat ja nicht geklappt. Und da hat es dann die Zeit gerichtet. Ja, also obwohl wir da ja so ein bisschen was machen konnten, haben gerade schon wieder Diebe zugeschlagen und irgendwelche Sachen geklaut. Es ist also nach wie vor Thema. Und aber ich werde so ein paar Sachen machen, wie beispielsweise gucken, ob es sinnvoll ist, das ein oder andere Lager zu bauen, insbesondere im Bereich Kohle- und Eisenproduktion, also was Eisenerz anbelangt, damit wir da so ein bisschen Sachen auf Tasche haben. Und ich werde mal schauen, je nachdem, wie das Ganze dann halt ausfällt, in meiner Beurteilung von den Mengen, die da produziert werden, ob wir noch eine weitere Schmelzhütte bauen können, die dann halt das Eisenerz in Eisen umwandelt und alles andere ergibt sich dann da raus. So, das erstmal so ganz grob vorweg. Ich hätte euch, wie gesagt, gerne das jetzt Ganze so hier auch ein bisschen so gezeigt, ne? Aber es ist, wie es ist. Dann machen wir uns dann mal frisch ans Werk. Achso, ja, zurück zum Spiel wäre das sinnvoll. Und ich bräuchte als erstes, wenn es denn irgendwo existiert, Kohle. Würde schon mal nicht verkehrt. Ja, hier komme ich jetzt erstmal. Gegnerisches Lager wurde entdeckt. Ja, gut. Und was? Sammelbare Pflanzen wurden entdeckt. Und was? Einheiten werden von Banditen angegriffen. Es ist wie immer. Es ist wie immer. So, wir haben hier. Sieht man schon. Kohle auf Lager. Wir haben hier Kohle auf Lager. Das heißt, wir haben also einiges an Kohle. Ach, hier ist auch, nochmal Kohle. Oh. Das ist auch nochmal Kohle, das auch ein bisschen was auf Lager. Und hier ist auch noch einer. Also wir haben schon so ein bisschen Kohle haben wir. Das ist cool. So, wie sieht es denn aus mit Eisen? Also Kohle ist reichlich oder zumindest in ausreichender Form vorhanden. Eisen habe ich hier. Und auch ja, da sieht es gar nicht so gut aus. Ne? Hier sehen wir hier, da wird jetzt nicht unbedingt auf Halde produziert. Und wenn hier noch ständig Sachen gestohlen werden, ist das auch nicht gerade von Vorteil. So, also hier haben wir Eisen. Wir haben zwei Eisenhütten. Und die sind beide nicht so, dass ich sagen würde, ja, läuft. Also läuft schon, aber ich habe keine Reserven in dem Sinne. Das will ich damit sagen. Was haben wir hier? Wir haben hier noch Eisenerz.
Da ist aber die. Ah, das sind. Ah, alles klar. Okay, dann hast du das schon gerade erledigt. Aber ich habe hier auch noch Eisenerz, sehe ich gerade. Das ist cool. Das ist Stein. Hier habe ich Eisenerz. Da habe ich Silber. Also ein bisschen Eisen ist da auch noch. Da ist auch noch so ein bisschen Eisen. Also wir sind mit Eisen nicht gesegnet. Ne? Das nur mal so ganz nebenbei. Gut, folgender Plan. Bergbau da. Ja. Nach wie vor ist Bergbau da. Kohletagebau, Eisentagebau. Wir werden uns hier noch eine entsprechende Eisentagebaustätte errichten. Die muss natürlich jetzt hier noch verkehrstüchtig angebunden werden. Das ist mal ganz wichtig, Infrastruktur und so. Ihr könnt das ja selber aus unserem eigenen erleben. Im täglichen Leben. So. Das wäre getan. Dann. Das ist aber nur die Hälfte der ganzen Geschichte. Ach ja, irgendwo habe ich auch noch Kupfer. Kupfer brauchen wir im Augenblick gar nicht. So, das deaktiviere ich. Damit werden die Leute jetzt hier frei. Wir können dann da beim entsprechend eventuell bei der Eisenproduktion da jetzt anfangen. Wegreißen möchte ich das nicht. Ne, was wir haben, haben wir. Vielleicht brauchen wir es ja nochmal. Und damit ist die Sache schon mal soweit klar. So, jetzt muss ich gucken. Wir haben... Achso, Kohle. Genau, das war das Stichwort. Wir haben Kohle. Dann würde ich ganz gerne mal so ein bisschen mit dem Lagerbau anfangen. Da habe ich ja, ne, schon gesagt, ein bisschen vernachlässigt die ganze Geschichte hier mit dem Lagern und so. Ich setze hier mal ein Lager hin. Erstmal nur eins. Ich will es nicht übertreiben. Bergbau, richtig. Und dann bitteschön, wo ist er da unten? Kohle. Die sollen hier Kohle einlagern. So, wir haben hier Eisen, wir haben da Eisen, wir haben hier Eisen. Da würde es vielleicht angesichts der Tatsache, dass wir hier nicht so üppig mit Eisen bestückt sind, vielleicht Sinn machen, hier auch nur eine Lagerstätte zu errichten. Die könnte man, oder vielleicht auch zwei. Das gerade mit den Wegen, das ist nicht so üppig. Also, ja, ich muss ehrlich sagen, also die ganzen Diebe und so weiter, die gehen mal so ein bisschen auf den Keks. Ich hampel da jetzt gar nicht lange rum. Ich setze jetzt erstmal hier so ein Lager hin. Schauen wir mal. Auch hier, wie gesagt, Bergbau, ganz klar. Und bitteschön, Eisen soll da gelagert werden. So, wie sieht es hier mit den Schmelzhütten aus? Das wäre das nächste Thema. Die sind ganz gut, also die eine hier ist ganz gut bestückt. Die zweite auch. Und die dritte sieht auch nicht schlecht aus. Also die haben schon, man sieht es hier, die haben ja schon so ihr Material. Dann würde ich tatsächlich hingehen wollen und ich mache da noch eine vierte. Na, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Ja, es ist die Frage, wohin mit dem Ding. Ich muss es da hinsetzen, wo ich entsprechend Platz habe. Würde das Ganze natürlich auch ganz gerne so platzieren, dass die Wege nicht allzu weit sind beim Endverbraucher, sag ich mal so. Ich sag mal Kompromiss, ich setze das immer hier so hin. Bin eigentlich mit keinem Platz so wirklich zufrieden, aber gut, wir machen das erstmal so. So, da soll auch Eisen in erster Linie hergestellt werden. Das heißt in erster Linie ausschließlich. Das ist bei denen schon der Fall. So, was haben wir sonst noch? Ausrüstung, Ausbildung, wo war es jetzt? Werkzeugschmiede, da bin ich halbwegs richtig, Volkswerkstatt. Waffenschmiede habe ich zwei. Waffenschmieden habe ich zwei. Moment, die eine existiert hier rum, die macht was? Die ist damit beschäftigt, Eisenlanzen zu produzieren. Das ist okay. Und die andere ist damit beschäftigt, Eisenschwerter zu produzieren. Das ist auch okay. Dann würde ich sagen, mache ich eine zweite
Ja, glaub, Rüstungsschmiede, ne? Ist das richtige Wort? Genau, Rüstungsschmiede. Eine habe ich ja bereits. Nummer 2. Ja, das ist alles ein bisschen sehr, sehr geknubbelt hier. Aber das muss jetzt erstmal so sein. Okay. Diese Rüstungsschmiede wird produzieren, und zwar erst einmal bis zum Abwinken, Kettenrüstungen. Wenn die irgendwann ihr Lager voll haben, dann machen die ja eh nichts mehr und sind da am Winken. Die Werkzeugschmiede ist nach wie vor unterbesetzt. Ich nehme schnell mal, ich muss mal zangen. Aber so was von. Sowas von. Militärakademie, wie sieht's hier aus? Ich habe Kettenrüstungen, ich habe Eisenschilder, immerhin. Ich habe aber so gut wie keine Waffen. Das ist ja gut, ich habe immerhin Eisenlanzen, die habe ich. 10 Stück, eine weitere ist auf dem Weg. Okay, gucken wir erstmal. So. Dann, was ist hier mit der Schmelzhütte? Achso, die ist priorisiert, ne? Deswegen hat die da. Oder das war jetzt eigentlich wegnehmen. Das ist erstmal uninteressant. Das hat sich, glaube ich, hoffe ich, erledigt mit der Priorisierung. Dann nehme ich mal raus. Cool. So. Das Teil ist im Bau. Ein baufälliger Turm. Und dann habe ich erstmal so den ganzen Kladderatsch in Auftrag gegeben. Was vielleicht noch sinnvoll wäre in unserer Situation. Bevölkerung. Da ist die Bevölkerung. Vielleicht noch ein weiteres großes Wohnhaus, wenn das passt. Und das irgendwo unterkriegen. Hier zum Beispiel. Da stört es am wenigsten, glaube ich. Vielleicht sogar hier so. Dann habe ich noch die Möglichkeit, die Straße weiter auszubauen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann setzen wir da mal so ein Wohnhaus hin. So, damit habe ich aber erstmal Waffenschmiedeproduktion abgeschlossen. Okay, die hat nichts zu tun. Die hat, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, hergestellt Eisenlanzen. Ich gehe mal hier auf Eisenschwerter und ich würde, ja, glaube ich, auch hier auf erstmal auf diese Unendlich-Geschichte gehen. Danach muss ich halt im Auge behalten, danach gucken wir weiter. Moment, ich hatte den jetzt als Waffenschmiede. Wie sieht es hier aus? Genau, die ist ebenfalls mit Eisenschwertern beschäftigt. Auch hier würde ich erstmal diese Geschichte machen, unendlich, weil wir brauchen dringend Eisenschwerter. Das ist so. Eisenlanzen brauchen wir auch, klar, aber da muss ich dann irgendwann umzwitschen oder ich mache noch eine weitere Waffenschmiede auf. Das wird sich aber zeigen müssen. Das hängt halt von anderen Faktoren, ne, wie hier beispielsweise der Abbau dieses ganzen Gedönses mit Abbau, ganzen Gedönses. So, Moment, hier ist Eisen, dann würde ich sagen, hier, da, so zack, die Nadel hingesetzt. Personal ist auf dem Weg, das ist cool. Das freut mich. So, jetzt könnte ich mich. Was hat, achso, weiter baufälliger Turm. Jetzt könnte ich mich mal so langsam um andere Dinge mitkümmern, hoffe ich. Beispielsweise um die besagten Banditen und dergleichen. Holzproduktion sieht ganz gut aus. Das kann man so lassen. Glaube ich. Ich hoffe es, dass ich das so lassen kann. So, ich hätte 12. Eisenlanzen. Wie sieht es hier mit den Türmen aus? Da sind Soldaten stationiert. Hier sollen Soldaten stationiert werden. Da ist aber im Augenblick noch nichts. Hm. Ich zwitsch da mal um. Ich mach mal Folgendes. Ich gehe mal hier auf den. Dann gehe ich auf den. Und dann gehe ich hier auf den und sag mal hier bitteschön mal so 10-männiges dahin schicken, damit da überhaupt mal jemand ist. So, wie sieht's hier aus? Der Wachturm ist sehe schon, das sieht nicht gut aus. Dann ich
wir das mal ein bisschen gleich besser hier das Ganze ansteuern. Die sind auf Maximum. Das ist eine ganz gute Mischung. Hier ist Todrose. Das ist nicht so gut. Kann ich Soldaten rekrutieren? Habe ich dafür Material? Ja, nein. Das haben wir an den Schwertern. Ja, da müssen wir schon zusehen, dass das läuft. Ne? So. Wahrscheinlich wird der ein oder andere sagen, ja, was hast du dich schon vornherein so gemacht? Ich war so in Rage in der letzten Aufnahmesession. Die war ja so auch, ne, die hat mich hier so gefangen gehalten, hier mit den ständigen Überfällen, dass ich so ein bisschen die Ruhe verloren hatte. Und man hat es mir vielleicht angemerkt, so ein klein wenig Panik in den Augen und so. Hm. Schauen wir mal. Okay, aber wir müssen hier Überlegung reinbringen und wir müssen hier Ruhe reinbringen, sonst läuft hier nichts mehr. Das erstmal dazu. Da ist Kalkstein. Dann, wie sieht es hier mit der Nahrungsversorgung aus? Wir haben Himbeeren, wir haben Rehfleisch. Haben wir auch Leder? Und wenn ja, wo sehe ich das hier? Nee, wir haben kein Leder, immer noch kein Leder. Warum? Verstehe ich nicht. Warum haben wir kein Leder? Wir haben Rehfleisch, aber wir haben kein Leder. Wo ist die Jagdhütte? Wo finde ich die? Hoppala. Jagdhütte. Moment. Ich müsste eigentlich direkt vor der Nase sein. Das Ganze, was hier los? Mal Priorität. Warum habe ich da ein Fähnchen? Was ist da passiert? Achso, Personal unvollständig ist aber auf dem Weg. Wahrscheinlich hier irgendwie eine böse Leute haben da irgendwas gemacht. Die Rüstungsschmiede hat nichts zu tun. Warum hat die nichts zu tun? Kann gar nicht sein. Ich würde sagen, ihr macht jetzt mal hier so Kettengedönse. Die andere Rüstungsschmiede, das Personal auf dem Weg. Auch das gleiche Problem, die machen bis zum Abwinken Eisenschilder. So der Plan. Dann ich wollte einmal gucken hier von wegen Nahrung und so weiter und so fort. Leder, ach, jetzt kommt sowas. Jetzt wird dann doch schon so ein bisschen Leder produziert. Das ist schön. Das erfreut mich sehr. Zutaten tierischen Ursprungs, Naturprodukte. Seil würde ich ganz gerne überprüfen. Was ist hier mit Flachs? Wieso kommt da kein Flachs? Was ist hier mit Weizen? Ist auch irgendwie nichts. Mehl ist auch irgendwie nichts. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ist die Windmühle noch nicht fertig? Doch, das ist sie. Sie hat auch Personal, aber da kommt nichts. Ja, wir hatten ja, ne, gesehen hier von wegen. Aha. Flachs tot? Okay. Oh, das ist aber nicht gut. Okay. Land. Hier ist auch Platz. Ah, ja, ne, sie hatte, ich erinnere mich da, ne, an die eine Kollegin hier, ne, also oder Kollege, ich weiß es gar nicht mehr so genau. User, wo ja, ne, die Aussage war, ne, also hier, warum machst du das, bringt eh nichts. Oder ist jedenfalls nicht so gut und das schlägt sich jetzt hier durchaus nieder. Das ist so eine Sache. So, Holzwerkstatt. Muss ich irgendwas Holzwerkstatt-Technisches machen? Ich sehe es gerade nicht. Boah, ich würde mal sagen, mach du mal so ein paar Zahnräder. Die braucht man immer mal wieder. Und vielleicht auch mal so ein paar Jagdbögen, wenn sich das gerade anbietet.
Fackeln ist auch nicht verkehrt. Dann kann der sich da auch ein bisschen austoben. Okay. So, Militärakademie. Wie sieht's aus? Lagerbestand. Es kommen die ersten Schwerter an. Ja, das ist natürlich jetzt aufgebraucht, ne? Wegen den Kollegen hier. Nein, gar nicht wahr. Wegen den Kollegen hier. Das ist aber erstmal soweit okay. Und Gebietserweiterung, da sollte ich noch einen Fokuspunkt setzen. Das kommt ganz interessant, was zu machen. Wobei. Ja, ich glaube, ich mache das mal hier so. Ja, das ist auch so eine Sache. Ne? Also, ich weiß auch nicht. Die Diebe und die Banditen, teilweise auch die Schemen, die hören unser Dorf und riechen unser Dorf kilometerweit. Ja? Also, die haben so feine Ohren und Nasen, das haben die sofort im Gespür. Ja? Die kommen irgendwo, weiß ich woher, angedackelt. Haben wir jetzt gerade gesehen, ne? Hier die ganzen Leutchen hier, ne? Marschieren da jetzt hin mit unserem Hab und Gut, das sie ergaunert haben. Um sich hier irgendwo niederzulassen. Ja, weiß ich, wo die da jetzt da gerade sind. Ja. Das wird noch heftig, glaube ich. So, ja. So, also ich habe jetzt erstmal das, was ich hier machen konnte, wollte, glaube ich, getan. Was ist hier los? Achso, klar, Kupfer. Nee. Geht erstmal so einen halben Herzinfarkt. Ah, weiß ich, wie das nicht gearbeitet. So, wie sieht es hier denn hier aus? Da wollen wir mal ganz kurz mal gucken. Oh, hier ist ganz schön Bewegung. Das erfreut mich. Sachen werden eingelagert, das ist cool. Wie sieht es hier mit Eisen aus? Besser als gedacht. Besser als gedacht. Das ist auch cool. Oh, ah ja, okay, die sind damit jetzt fertig. Gut, auch wenn das jetzt noch nicht komplett ist, ich kann da trotzdem schon mal hingehen und sagen, hier, ne, mal so 10 Leutchen davon, damit das auch sich mal so, ne, manchmal so langsam niederschlägt. Und was ich noch machen wollen würde, ist das hier? Abenteuergilde, nein, Militärakademie haben wir. Brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt, aber vielleicht so ein Militärcamp ist vielleicht nicht verkehrt. Weil ich mir gerade überlege, wo setze ich das am schlechtesten hin? Bisschen hin und her gerissen. Ich mach das mal hier so hin. Schauen wir mal. So, da haben wir das auch noch gemacht. War, glaube ich, hier auch irgendwo gefordert, ne? Militärcamp bauen irgendwo. Ja, gut, ist das hier abgeschlossen. Ah ja, geschieht noch. 1 von 2, das habe ich jetzt gemacht. Dann ist das auch erstmal so erledigt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich schaue, oder wir schauen dann mal, wie sich das Ganze hier so weiterentwickeln wird, so mit unserem Dörfchen. Ich glaube, ich habe da jetzt einen einigermaßen gangbaren Weg gefunden, wie ich hier, ne, die ganze Geschichte vielleicht doch noch rumgedreht bekomme und wir den Dieben, Banditen und den Schemen, die dann noch aufzukommen werden, früher oder später, die waren ja schon mal zeitweise da, wie wir denen so das Leben etwas schwerer machen können. Schauen wir mal. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Lieben Team, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ist immer sehr, sehr hilfreich. Und ja, genießt die Zeit.